will ja gerne, dass mein Workflow in dem Workflow Approval Plugin drin ist. Und genau das geht auch. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und gehen hier auf Konfiguration. Wir machen das jetzt mal gemeinsam sozusagen, sorry, das war falsch. Konfiguration kommen wir später nochmal drauf. Wir wollen hier einen neuen anlegen. Ja? Und zwar, sagen wir mal, eine Vorlage wollen wir zusammen anlegen. Dann klicken wir unten auf dieses Plus und erstellen sozusagen eine eigene Vorlage. Jetzt begrüßt, das halte ich usability-technisch für so ein bisschen problematisch, das Tool begrüßt mich jetzt hier mit diesem blöden Code, den kein Mensch verstehen kann. Aber wenn man hier oben auf Status drückt, dann kriegt man eine schöne übersichtliche Ansicht, die man grafisch steuern kann. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Wir wollen jetzt gemeinsam, das hatte ich vorhin schon vorbereitet und mache ich sozusagen jetzt einfach nochmal, einen Investitionsvorschlag machen. Also unser Unternehmen möchte gerne Beschaffungsanträge etablieren oder die bestehenden Beschaffungsanträge in das Wiki einführen. Und das machen wir mit Hilfe diesem Investitionsvorschlag jetzt. Investitionsvorschlag nennen wir das. Und nennen auch dann, das ist schon eine ganz coole Funktion, kann es dafür sorgen, dass jedes Dokument, das mit diesem Workflow versehen wird, ein Label bekommt, also ein Stichwort, sodass ich später alle diese Dokumente im System leicht auffinden kann. Ich kann auch mehrere Labels versehen, kann auch sagen, jeder, der eine Beschaffung im Unternehmen durchgeführt sehen möchte, soll bitte diesen Workflow ausfüllen und ihm folgen. So, und jetzt habe ich sozusagen hier meine Überschrift schon mal erstellt, habe definiert, dass das Label vergeben werden soll und habe hier meinen ersten Schritt Draft. Aber wir sind jetzt hier in Deutschland, also gehe ich hin und drücke auf Bearbeiten und sage, du bist nicht Draft, sondern du bist Entwurf. Nee, du bist Investitionsidee. So, also ich habe sozusagen eine Idee für eine Investition, und die will ich erstellen. Das ist jetzt ein Schritt, der erlaubt auch Aufgaben. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Wir gehen erstmal weiter. Und jetzt sage ich, naja, ich hätte gerne, dass auch sozusagen Ideen, die nicht bearbeitet werden, die sollen irgendwann veralten. Also mache ich noch einen neuen Status, der heißt Investitions- oder einfach nur Idee veraltet. Ja, das ist also mein nächster oder ein weiterer Status. Dann ein weiterer Status könnte sein, Investition evaluieren. Und der wiederum nächste Schritt könnte sein, Freigabe Bereichsleiter. Und der nächste Schritt könnte sein, Freigabe Geschäftsführer. Und dann haben wir noch einen abschließenden Schritt, der heißt dann Investition freigegeben, freigegeben. So. So, das sind jetzt unsere Schritte. Hier bei Idee veraltet, da mache ich es mir jetzt mal einfach und sage, da brauche ich keinen neuen Status, sondern hier abgelehnt gehört da auch mit dazu. So. Ja, will keinen Slash haben, dann schreibe ich es einfach so. So, jetzt haben wir also unsere Status angelegt in dem System und wollen jetzt die erstmal sortieren. Vielleicht will ich hier dies, kann ich hier drauf gehen und kann sagen ausrichten und dann schiebe ich das hier einfach mal nach unten. Relativ einfach. Und jetzt will ich noch ein paar Definitionen hier durchführen. Zum Beispiel will ich sagen, wenn die Investition freigegeben ist, dann ist der Workflow abgeschlossen. Ja? Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und sage auf Bearbeiten, dann klicke ich hier unten auf Mehr und sage, das ist der abschließende Prozess. Abschließend. So, aktualisieren. Jetzt gehe ich in meine Investitionsidee rein und will die auch bearbeiten. Hatte ich ja schon gesagt, erlaubt Aufgaben. Ja, jetzt drücke ich mal hier auf Mehr. Und hier will ich jetzt sagen, wenn alle Aufgaben abgeschlossen sind, dann soll das bitte auf Investitionen evaluieren springen, das Element oder der Workflow. Also automatisch, wenn alle Aufgaben abgeschlossen sind, bitte auf Investitionen evaluieren springen. Außerdem, nach
30 Tagen will ich gerne, dass der Status auf Idee veraltet oder abgelehnt springt, damit mir da nicht so viele Dokumente drum rumgammeln. Ja? Genauso könnte ich sagen, zum Beispiel stellen wir uns mal vor, wir wären in einer QM-Dokumentation. Und in dieser QM-Dokumentation würden wir jetzt hingehen und würden sagen, alles klar, jedes QM-Dokument muss einmal im Jahr aktualisiert werden. Und dann würde ich hier in dem Workflow sagen, alles klar, nach 300 Tagen oder 365 Tagen oder wie viele Tagen auch immer, soll das Dokument, oder Wochen, Monate kann man das alles einstellen, soll das Dokument automatisch wieder auf In-Review springen, damit ich sicherstellen kann, dass meine QM-Dokumentation immer aktuell ist. Das ist eine meines Erachtens sehr mächtige Funktionalität, die dieses Workflow-Plugin hier anbietet. So, da bin ich jetzt hier mal auf Aktualisierung. Und das ist gespeichert. Und könnte das jetzt auch für die anderen Status noch definieren. Aber jetzt gehen wir mal hin und für die Investitionsidee sagen wir, okay, da wollen wir gerne eine Aufgabe definieren. Dann klicke ich hier auf Aufgabe hinzufügen und füge mal eine Aufgabe hinzu. Was könnte das sein? Inhalt und Nutzen der Investition darstellen. Das ist sozusagen jetzt meine Aufgabe. Und ich habe noch mehr Aufgaben. Vor- und Nachteile auflisten. Noch eine Aufgabe. Alternativen benennen. Und vielleicht jetzt noch irgendwie Kostenauswirkungen beschätzen. So, das sind jetzt hier meine Aufgaben, die ich für diesen, also wenn jemand eine Investitionsidee einreichen will, dann muss er mir mindestens diese Aufgaben erfüllen. Ansonsten darf der gar nicht auf Investitionen evaluieren draufklicken. Das ist für mich jetzt wichtig. Habe ja auch definiert, wenn die Aufgaben erledigt sind, dann kann der auf Investitionen evaluieren gehen. Dann geht vielleicht irgendwie mein Controller hin und der kriegt auch eine Aufgabe. Der soll dann Machbarkeit evaluieren und außerdem soll er die Kostenschätzung validieren. Kostenschätzung validieren. Unterlagen für Bereichsleiter und Geschäftsführer aufbereiten werden. Das ist dann jetzt nur noch der letzte Schritt. So, und die Bereichsleiter und die Geschäftsführer, die kriegen keine Aufgaben, die sollen einfach nur freigeben, das war's. Das sei jetzt mal unser Workflow. Ja? Jetzt muss ich hier unten auf Speichern drücken. Übrigens, das sieht man jetzt gerade nicht. Und hier ist der Speichernknopf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist dieses Plugin leider noch etwas unverzeihlich. Wenn Sie da, also man kann sehr lange an diesen Workflows arbeiten. Und wenn man dann nicht unten auf Speichern drückt, dann sind die Sachen weg. Das ist nicht richtig, aber das ist momentan so. Insofern immer schön regelmäßig auf Speichern drücken. Ist sozusagen ja eine alte Regel, die wir schon aus Microsoft Word-Zeiten kennen. Und hier auch genauso gültig. Also, wir wollen hier unten schön auf Speichern drücken. Mache ich jetzt auch mal Klick, Speichern. Und dann habe ich hier meinen Investitionsvorschlag. Ja, der ist jetzt auch schon aktiv. Den kann ich deaktivieren, kann ich kopieren, kann ich löschen, kann ich systemweit verfügbar machen oder für alle Seiten gültig machen. Will ich aber alles nicht. Ich will jetzt eine neue Seite anlegen in meinem System und mit diesem Investitionsvorschlag darstellen. So, jetzt klicke ich auf Hinzufügen, Seite und sage zentraler Passwort Management, zentrales Passwort Management Software System anschaffen. Ja, das ist jetzt unser Vorschlag. Der ist nämlich total real, deshalb habe ich den auch genommen, weil ich hier ein paar Inhalte habe. Es gibt tatsächlich so einen Entscheidungsbedarf bei Cybert Media, wo ein Kollege so ein System vorgeschlagen hat.
Und das füge ich